So, und damit herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play in Medieval 2 mit dem Deutschen Orden. Zurück. Ja, bevor es weitergeht, nochmal kurz der kleine Hinweis. Es gibt Blaubeertee, weil ich das ja irgendwie gefühlt bei jedem Let's Play ansage, was ich trinke. Meistens ist es Tee. Ja. Das also nochmal vorweg. So, ich glaube, davor gab es spanische Orangen. Das habe ich, glaube ich, in der ersten Folge getrunken. Also, ja, etwas Werbung, Teewerbung. So, als nächstes Thema Vilnius, Hauptstadt. Ich habe mir das mal angeschaut. Ich habe mir das, ja, angeschaut, indem ich mal einfach angeschaut habe, was gab es hier vorher für Werte. Die haben mir mal alle Werte angeschaut und mir schon gedacht, dass es jetzt nicht, dass sich jetzt hier nicht überall was verändern wird. Aber tatsächlich ändert sich etwas im Bereich der öffentlichen Ordnung. Das wird man gleich sehen. Also ich werde es auf alle Fälle machen. Ich muss auch dazu sagen, ich habe den Test jetzt nicht auf 10 Runden getestet und geschaut, wie entwickelt sich das. In 10 Runden haben wir hier einen riesen Aufstand vor der Haustür. Ja, das kann passieren. Ich habe es jetzt nur mal für eine Runde getestet, was passiert. Also ich bin nicht mal in die nächste Runde gegangen, aber man sieht den Effekt sofort. Also was ich jetzt festgestellt habe, ist, sobald man das hier zur Hauptstadt macht, natürlich werden wir jetzt unsere ganzen Generäle oder auch Einheiten, die wir durch Missionen bekommen, die werden wir in Vilnius bekommen. Das ist erstmal ein Riesenvorteil. Vorteil Nummer zwei, Vilnius ist sehr zentral. Vilnius liegt genau im Zentrum von unserem Reich aktuell. Und ja, drittens, ich mach das Ganze jetzt. Wir bekommen einen Beliebtheitsvorteil. Und ich gehe jetzt nochmal durch. Ich habe mir das jetzt mal aufgeschrieben. Den direkten Vergleich habe ich noch nicht, wo die Beliebtheit entsteht, aber es verändert sich hier tatsächlich ein kleiner Bestandteil. Also wir haben 5% durch Gesundheit, 30% durch Steuereinnahmen, 30% durch den Statthalter. Das ignoriere ich, weil das entsteht erst, wenn wir das Gebäude reparieren. 5 durch Spaß und Unterhaltung, 25 durch Gesetz und 35 durch Garnison. Jetzt machen wir Vilnius. Jetzt gucken wir auch, dass wir auch die richtige Stadt zu unserer Hauptstadt machen. Vilnius machen wir jetzt zu unserer Hauptstadt. Dann achtet mal am besten auf diese 75%. Da, da, da. 85%. So, jetzt will ich nochmal gucken. Wir haben 5, 30, 30, 5. 25 und 35. Das heißt, was sich jetzt hier verändert haben muss, ist weniger die Faktoren, die zu einer positiven öffentlichen Ordnung beitragen, sondern es muss sich hier etwas verändert haben. Also entweder die Aufruhr, der Schmutz oder die religiöse Unruhe, eins von denen hat nachgelassen. Ist jedenfalls sehr interessant, wie sich das so entwickelt. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass sich die religiöse Unruhe verändert hat, weil das ist unsere Hauptstadt und der Katholizismus ist unsere Staatsreligion. Die Aufruhr entsteht einfach durch das kurzzeitige Einnehmen der Stadt. Also da spielt ja jetzt auch keine Religion mit ein, da spielt ja vor allem Identität, ja, und das eigene Befinden und Nationalstolz sicherlich mit rein. Schmutz können wir auch nicht dran ändern. Also ich denke mal, die religiöse Unruhe wird um 10% nachgelassen haben, dass die Bevölkerung eben jetzt einsieht, okay, es ist die Hauptstadt des Deutschen Ordens, ehemalig ein heidnisches Zentrum, eine heidnische Hochburg, und dass die sich jetzt auch ein bisschen damit abfinden. Und gleich haben wir viel bessere Zufriedenheit. Und das wird sich nächste Runde wahrscheinlich so weit erhöhen, dass wir hier vielleicht sogar dann das Ganze mit einem grünen Gesicht haben. Das wäre natürlich fantastisch. So, ich nutze die Zeit einfach mal jetzt, um die Einheiten jetzt hier fortzubilden. 52. Gut, es geht nur eine einzige Einheit. So. Ja, bei der Fortbildung, da muss ich auch nochmal schauen, wie das funktioniert. Also was ich meine ist, wir haben ja in Vilnius, also wir können die erstmal fortbilden. Also was ich weiß, ist, dass auf alle Fälle die Rüstungen angepasst werden. Das heißt, wenn wir jetzt hier einen Ledergerber hätten, was wir nicht haben, was ich eben schon festgestellt habe, dann würden die jetzt auch Lederrüstungen bekommen oder eine bessere Ausrüstungsstufe. Einheiten der Garnison anzeigen, die Fortbildung und Ausrüstung benötigen. Ich meine, dass die Fortbildung auch dazu beiträgt, dass die Einheit wieder vollständig dann mit Männern besetzt wird. Das müssen wir uns mal anschauen nächste Runde. 52 Mann haben wir an der Stelle. Ob das nächste Runde wieder 100 50 sind. So, wir haben noch 4000 Gold übrig. Was machen wir damit? So, die Burg Lida. Ja, Katholizismus wird ordentlich verbreitet.
Da ich das Ganze ja tatsächlich zu einer Hochburg ausbauen möchte, halte ich es für relativ sinnvoll, hier einen Ledergerber zu bauen. So, Minsk, da wird gebaut. Porodna. Da bauen wir mal einen Kornmarkt. Das gleiche auch in Baranvichi. So, Panier Vietsis. So, Riga. Ja, Riga, das ist schon ein Grund für mich zu sagen, ich baue hier nicht die Straßen oder die Straßen aus, weil ich meine, hier haben wir ja schon mal einen Teil See, also es ist nicht komplett umliegt, wird nicht komplett begrenzt durch Land. Ne? Ja, vielleicht irgendwann, wenn wir mal Gold haben, baue ich hier noch die Pflasterstraßen aus. Ich denke mal, die Trampelfahrt sollte erstmal ausreichen. Aber ich denke, in Riga können wir auch noch mehr Farmen ganz gut gebrauchen, deswegen baue ich mal die Farmgemeinschaft. So, und in Schauen gibt es jetzt mal ein Rathaus noch. Kostet nur 600, das haben wir gerade noch so übrig. Hier ist die Zufriedenheit auch noch nicht auf dem Niveau, wie ich es gerne hätte. Einfach damit verbunden, dass wir hier nicht so viel Katholizismus haben. So, dann ist das nämlich auch ausgegeben. So, 30% Katholizismus, das ist gut. Ein bisschen geht noch. So, und genau, die Truppen schicken wir jetzt schon mal nach Süden. So, nach zur Burg Lida. Prozent, ja, 30% ist schon ganz gerne, dann haben wir die Einheiten eben doch schneller. Also ich meine zumindest, dass das wirklich früher so war, dass das hier auch ein bisschen an die Zufriedenheit gebunden war. Beziehungsweise nicht an die Zufriedenheit, sondern an die Kultur, die vorgegeben ist. Je höher Katholizismus, desto mehr Einheiten bekommen wir. Aber es kann auch sein, dass da gar kein Zusammenhang besteht, dass ich mich da jetzt vertan habe. Aber ich dachte, früher wäre es so gewesen, dass bei den Gebäuden jetzt hier stand so und so viel. Ja, hier steht zum Beispiel, benötigte Religion, 80% katholisch. Gut, das sind die abgesessenen Halbbrüder und Ritterbrüder. Das ist so eine Sache, das ist eine Einheit, die ist natürlich, das ist eine Spezialeinheit, dass die ab einem bestimmten Zeitpunkt erst verfügbar ist. Ja, aber ich meine, dass das früher sogar bei allen Einheiten so war, aber anscheinend ja nicht. Anscheinend nur wirklich für die Elite. Anscheinend nur für die Elite. So. So, hier wird der Feldzug vorbereitet nach und nach. Was wir machen können, ist hier noch ein paar Wachtürme errichten an den Grenzen. Hier haben wir einen. So viel kosten die ja nicht. Ich glaube 200. Achso, wir stehen wahrscheinlich auf feindlichem Gebiet. Deswegen geht das da nicht, oder? Ja, nee. Wir hatten schon richtig. Ich muss den natürlich auswählen. So, einen Wachturm. Oh, der hat auch eine hohe Ritterlichkeit, sehr gut. Ich weiß nicht, ob es so schlau ist, hier Kandidaten drin zu haben, die Furcht verbreiten. Wenn ich die raushole. Ah, die sind alle nicht wirklich gut. Ah, sieht gleich besser aus. Von der Zufriedenheit. Kriegen wir dann auch mehr Gold. 2176. Ja, ein General kann schon drin sein, das ist nicht verkehrt. Und die anderen schicken wir mal nach Baranvichi. So, wir erwarten 6000 Gold. Das ist in Ordnung. So, und ich würde sagen, Diplomat, haben wir den schon bewegt? Noch nicht. Dänische Festung. Ich hatte die Hoffnung, dass sich hier vielleicht auch der ein oder andere dänische, norwegische Diplomat herumtreibt. Leider nicht. Leider nicht. Die haben halt auch eben einen ganz langen Weg vor sich, ne? Die starten hier. So.
Ich hoffe, dass wir noch eine Runde Zeit haben und nicht irgendwie die Dänen oder auch Novgorod jetzt Reval belagert. Reval wird eine ganz wichtige Stadt für uns sein. Das ist ja auch wirklich eher so ein Glückszustand, dass hier eine Revolte entstanden ist. Ich meine, sogar 52% katholisch, also drückt mir da bitte die Daumen. Ah, die Dänen belagern die Stadt, schade. Und die Mongolen wollen Bündnis? Nee, ganz bestimmt nicht. Ui, der ist gut. Astawolf Karolinger. Sehr hohe Frömmigkeit, gutes Kommando, gute Ritterlichkeit, den nehmen wir gleich mal. Und leider haben die Dänen jetzt angefangen, die Stadt zu belagern. Ach, Mist. Mist. Kann ich die auch gleichzeitig belagern? Geht das? Das geht sogar. Okay, ist interessant. Ganz im Ernst, dann belagern wir die Stadt einfach mit. Ich weiß nicht, vielleicht greift er nächste Runde an. Bin mal gespannt. Ja, wahrscheinlich greift er an. Ich meine, ja, der hat auch hier, der baut Belagerungsausrüstung, aber vielleicht sind wir sogar vor ihm fertig. Wäre ja witzig, wenn wir jetzt noch eine Runde Zeit haben. So, wir haben fleißig gebaut. In Vilnius wurde auch alles repariert. Zufriedenheit ist fast wieder hergestellt. Beziehungen mit dem Heiligen Römischen Reich haben sich verschlechtert. Schade. Der Weg ist noch weit. Oh, sehr starke Armeen hier unterwegs. Und die Mongolen haben auch starke Truppenverbände. Aber gerade Homel und auch Turov, da ist wenig los. Ja, ich hatte ja einen Spion rekrutiert. Den können wir gleich mal bewegen. In die Richtung. Polnische Edelmänner. Na, die Polen, die rüsten auch auf. So. Dann würde ich vorschlagen, wir schicken die Armee jetzt nahezu vollständig Richtung Süden. Mein König, eure Befehle? Die Bogenschützen kommen nicht so weit. Dann schicken wir die erstmal nach Baranwitschi. Ja, und bauen uns jetzt hier ein vernünftiges Heer auf. So. Das ist ein ganz guter Kommandant. So, die Bogenschützen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich denke mal, 6 Einheiten sollten erstmal ausreichen. Da haben wir zum einen die Bauernbogenschützen und die preußischen Bogenschützen. Und die preußischen sind schon nochmal eine Nummer besser. So, 6 Stück davon. So, Pikeniere. Leichte Kavallerie. König. So, dann haben wir auch gleich die englischen Ritter, nehme ich. Weil die englischen Ritter lassen wir einfach mal in der Armee von diesem englischen Kandidaten hier. Die Miliz schicke ich mal nach Lida. So, dann haben wir ihn auch nach Süden. So, dann kriegt er noch ein paar Bogenschützen. Ja, die setzen wir mal schön offensiv ein, die Bogenschützen. So. Haben wir hier noch ein paar Generäle mit drin. Ja, wir können noch ordentlich Söldner rekrutieren. Preußische Bogenschützen. Die kosten 150 im Unterhalt. Ja, ein bisschen mehr. Wie viel kosten die Rekrutierung? 850. Boah. Ich glaube, wenn ich die normal rekrutiere, ist das deutlich günstiger, oder? Ja, 300. Also, die Söldner sicher zu holen, das macht wirklich gar keinen Sinn. Also, überhaupt nicht.
Überhaupt nicht. So. So, Beziehungen. Dänemark, vernünftig. Novgorod, sehr schwach. Polen, vernünftig. Heiliges Römisches Reich, schwach. Warum auch immer schwach. Norwegen, schwach. Mongolen, sehr schwach. Also, das ist schade, dass sich hier mitunter manche Beziehungen sehr verschlechtert haben. So. Ich schicke die jetzt trotzdem mal nach Pernau. Vielleicht können wir die dort gebrauchen. Das wäre ja wirklich witzig, wenn wir das noch vor denen erobern könnten, die Stadt. Das wäre wirklich witzig. Ja, dass hier dieser polnische Diplomat hier auch schon ankommt, das gefällt mir auch nicht so recht, muss ich sagen. Ich komme langsam etwas Angst vor Polen. Ich meine, noch einmal vernünftige Beziehungen. Und die haben auch keine starken Armeen aktuell in unserer Reichweite, aber das müssen wir natürlich beobachten. So, in der Zwischenzeit bauen wir weiter unsere Infrastruktur aus. Vilnius. Pflasterstraßen. So, ein Rathaus in Kaunas. So, Minsk. So, in Minsk brauche ich auch mal eine Ortswache. Dass wir ein paar Armbrustschützen rekrutieren können. So, eine Farmgemeinschaft in Königsberg. Und so viel mehr können wir gar nicht mehr machen, ne? Wenn ich es richtig sehe. Wir bauen wieder mal überall fleißig aus. Wir können in Dünaburg noch ein Ledergerbe errichten. Da werden wir ja sicherlich auch die einen oder anderen Ordenssperrträger dann rekrutieren. So, und wir haben auch in Vilnius die Möglichkeit, Armbrustschützen-Miliz zu rekrutieren. Wie viel sind das Maximum aktuell? 4 Stück. Naja, 4 Stück ist ja nicht verkehrt. Ganz im Ernst, dann spare ich mir das Gebäude jetzt hier erstmal. Dann bauen wir in Minsk. Dann lassen wir das in Minsk erstmal so stehen. Nehmen wir das Gold mit in die nächste Runde. So, und ich bereite mich jetzt hier auch auf den Feldzug Richtung Süden vor. So, die habe ich ja auch noch. Dann würde ich sagen, wir nehmen hier fast alles mit. Ein paar Pikeniere. Ich meine, für eine Runde kann er ja nochmal in der Stadt bleiben. Bei Minsk sieht es echt nicht gut aus von der Zufriedenheit, ne? Da müsste man auch mal was unternehmen. Komm, dann bauen wir ein Rathaus. Dann bauen wir hier noch ein Rathaus. Dann bleiben wir noch für eine Runde in Minsk. Das ist wirklich ein bisschen schade, dass die nicht so zufrieden sind. So, habe ich hier schon jemanden, der Furcht verursacht? Ja, habe ich. Dann kommt er mal in die Armee rein. So, dann gucken wir nochmal nach den Agenten. So, der ist ja hier in Novgorod. Dort kann der auch erstmal bleiben. So, unsere ganzen Priester. So, den Spion haben wir bewegt und... Oh, der eine Kaufmann ist zwischendurch mal noch sogar ein bisschen besser geworden. Und den Diplomaten, der zieht Richtung Norwegen. Okay, sehr gut. Weiter geht's. Okay, den greifen an. Ganz im Ernst, dann unterstütze ich da jetzt nicht. Das hätte ja nur Verluste für mich zur Folge. Das lassen wir schön sein. Aber das ist kein gutes Zeichen, wie gesagt, wenn diese Diplomaten hier ankommen. So, und der wird wahrscheinlich unser Geschäft jetzt aufkaufen.
Das tut weh, weil das ist ein ziemlich guter Kaufmann. Aber auf diese Kaufmänner kann man sich nicht verlassen. Ja, schade. Ja, die Mission ist auch abgelaufen. Zeitmaschine wurde erschaffen. Ein neues, kompliziertes Zeitmessgerät, das weder auf Sonnenlicht noch auf Wasser angewiesen ist, verbreitet sich in Europa. Gelehrte erklärten, man habe entdeckt, dass die Bewegung eines schwingenden Objekts genutzt werden kann, um den Mechanismus der Uhr anzutreiben. Boah. Diejenigen, die eine dieser neuen mechanischen Uhren zu Gesicht bekamen, schlugen vor, eine Uhr herzustellen, die groß genug sei, um sie aus der Ferne lesen zu können. Richtig gute Idee. So, die haben es wieder eingenommen. Vielleicht haben die ja bald wieder einen Aufstand. Wäre ja irgendwie auch schön. Dann holen wir die Truppen erstmal wieder zurück. So. Der hat unser Geschäft aufgekauft. Trotzdem haben wir ein Einkommen von 7.000 aktuell. Ich meine, wir haben wahrscheinlich Hochsommer und dadurch sehr gute Ernten. So, es wurden auch ganz viele Märkte errichtet. Pikeniere wurden ebenfalls rekrutiert. So, der Spion. Oh ja, die Polen, die sind auch auf dem Vormarsch. So, wie sieht es mit Gebieten aus? Das halten die Polen aber schon seit Beginn an hier, die Gebiete. Weil ich habe jetzt hier keinen Einsturz erkannt bei den Mongolen. Die halten. Sieben Regionen müssten das sein. Am besten verfolgen wir mal diese zwei polnischen Armeen hier, die sind ziemlich stark. In der Hoffnung, dass den Großteil der Armeen der Mongolen, sage ich mal, vernichten, dass wir uns hier dann, sage ich mal, einmischen können, wenn es dann darum geht, die Städte abzustauben. Das sind alles Wachtürme von uns, ne? Ich glaube, man übernimmt auch die Wachtürme, wenn die KI welche errichtet hat. So. Ein paar Pikeniere wären tatsächlich nicht schlecht in der Armee. Oder die Ordenssperrträger, die kosten 155. 550, die sind halt auch sehr teuer, ne? Die Ordenssperrträger. 730. Ja, die kosten fast 200 Gold mehr. 10 Angriff, 9 Defensive. Aber die haben halt 20 Defensiv, ja, das ist schon ziemlich gut. Ich denke aber trotzdem, dass die Pikeniere auch erstmal ausreichen. Wir holen uns mal ein paar Pikeniere hier. Und in Lida mal ein paar Ordenssperrträger. Machen wir so eine Mischung aus beiden. Außerdem haben wir noch die Truppen in Vilnius, die ich jetzt auch dazu holen werde. Ja, das Belagerungsgerät hätte ich schon längst mal abziehen können. Das war jetzt wirklich nicht schlau, weil das ja wirklich sehr lange braucht, bis es dann endlich mal irgendwo angekommen ist. So. Und die Pikeniere, die nehme ich auch mit. Das müsste auch funktionieren, oder? Ja, das funktioniert. Dann haben wir die auch gleich mit dazu. So. Man merkt auch schon durch die Straßen, wir kommen schon ein gutes Stück schneller voran inzwischen. So, sonst noch ein paar Truppen. Die Geistlichen kosten so wenig Unterhalt, die können wir auch behalten. So, Ambusschützenmiliz. Immer fleißig rekrutieren. Wie gesagt, die kosten so wenig Unterhalt, also die ist es auf alle Fälle wert. So, wenn wir die Mongolen angreifen, dann auf alle Fälle Turov. Das werden wir relativ fix erobern. Homel. Hier ist auch fast nichts. Macht diese Bündnissituation dann wirklich ein bisschen zu schaffen hier. Also gerade, dass Polen eben auch mit Nowgorod verbündet ist. Da weiß ich nicht so recht, was ich von halten kann.
Ich hoffe, hier gibt es wieder einen Aufstand. Ketzer, die haben 29% Ketzer. Oh, jeder vierte ist ein Ketzer. Schickt die Inquisition. So, 3000 Gold haben wir noch. Was brauchen wir denn noch? Schönes. Ich bin ein paar Straßen. Lida. Knechte. Ja, bauen wir mal einen Bogen, ne? So. Schaulen. Armgemeinschaft. Und da sind wir auch schon wieder pleite. Oh, Rottner, können wir auch mal noch ein Rathaus bauen. Ja, und der Spion. Der geht nächste Runde weiter. Okay, weiter geht's. Nee. Also warum Novgorod die ganze Zeit ein Bündnis will, das ist mir wirklich ein Rätsel. Das ist mir ein Rätsel. So, wir haben 1000 Gold bekommen. Der Rat ist von euren Führungsqualitäten beeindruckt und hofft, dass ihr dieses bescheidene Geschenk als Dank für eure Taten in der Vergangenheit und in Zukunft annehmen werdet. Also es ist in der Tat ein sehr bescheidenes Geschenk, 1000 Gulden. Ich kann das nicht in Relation setzen mit der heutigen Zeit. So, wir haben ordentlich rekrutiert. Immer noch 7000 Gewinn. So, das ist leider keine norwegische Armee. Schade. Beeil dich mal ein bisschen. Wenn wir Glück haben, haben wir hier noch eine norwegische Stadt. Dann müssen wir nicht ganz bis nach Oslo. So. Das haben die wieder unter Kontrolle, die Dänen. Ich schicke die Armee mal wieder nach Süden. Ich denke, im Süden kann die besser gebraucht werden als hier. Oder zumindest die Kavallerie. Also die Kavallerie ist ja wirklich sehr schnell im Süden wieder, ne? So, warte ich mal. Ja, da sind wir in 2 Runden wieder unten. Und die anderen Einheiten verteilen wir jetzt hier erstmal, würde ich sagen. Ein paar Einheiten kriegen wir ja auch gratis. So, dann schicken wir mal einen Großteil der Bogenschützen nach Riga und von Riga dann nach Dünaburg. Dann eine Ordensspeerträger schicken wir auch wieder zurück dann. Und die Pikeniere. Da verteilen wir die Einheiten alle mal hier auf diese kleineren Burgen, weil da müssten die überall unterhaltsfrei sein. Dann habe ich die nicht umsonst rekrutiert. So, jetzt aber. Jetzt würde ich hier gerne starten. Kann ich die jetzt erstmal rausziehen? Ja, kann ich. Sehr gut. So. Okay, ja, die Mongolen schicken auch ein bisschen was entgegen. Mir wäre es lieber, sie würden noch mehr dem entgegenstellen. Was haben wir hier? Ne? Das ist eine Fest. Das ist eine Rebellensiedlung, interessant. Sehr interessant. Pinsk, also das wird definitiv nicht einfach werden, hier die Stadt zu erobern. Ja. Aber wir haben ja hier 4 unterhaltsfreie Einheiten. So, dann nehmen wir erstmal ein paar Einheiten noch mit. Die Ordenssperrträger.
So, Vilnius ist damit auch erstmal safe. Oh, hier sind Rebellen. Ja, die Chance, dass die sich abspalten, wenn sie keinen General haben, ist ja halt auch gegeben, ne? Das dürfen wir nicht ignorieren. Ja, packen wir sicherheitshalber mal hier einen General rein. So, dann haben wir hier ein paar Ordenssperrträger. Sehr gut. Immer noch ein paar Knechte, die holen wir auch gleich mal dazu. Und hier haben wir noch die Speerträger. Für unseren englischen Marschall General. So, ich pack da rein. So, jetzt haben wir hier alles in einem schon mal. Auf alle Fälle zwei sehr starke Armeen, ne? Eigentlich sogar hier mit der sogar drei. Und wenn man jetzt noch diese Kavallerie noch mit einbeziehen, haben wir sogar, haben wir wirklich drei sehr, sehr starke Armeen, mit denen sich sicherlich einiges machen lässt. Wie gesagt, ich habe halt eben einfach nur die Angst, dass hier wirklich ein riesiger Konflikt entbrennt und uns Nowgorod irgendwie in die Flanke fällt oder Polen. Also Nowgorod und Polen, das sind die Fraktionen, vor denen ich am meisten Respekt habe. Die Dänen haben hier nur eine Stadt, die können auch nicht so viel rekrutieren. Die haben hier zwar noch Narva als Festung, aber das ist, da sind die relativ limitiert. War es nicht sogar zwischendurch mal so, dass die Dänen im Krieg waren mit Nowgorod? Das hat sich wohl wieder hier aufgelöst, das Ganze, ne? Also ich denke, die Karten werden sowieso komplett neu gemischt, wenn die Mongolen erstmal besiegt sind. Ja. So, wir haben noch Gold. Das sollten wir auch investieren. Kaunas. So, Kaunas, da gibt es erstmal eine Fruchtfolge, will ich jetzt noch nicht machen. Das kostet mir ein bisschen zu viel im Kornmarkt. So, hier haben wir keine unterhaltsfreien Einheiten, ne? Nee. Ja, Marienburg zu verlieren, das wäre wirklich Katastrophe, aber wie gesagt, aktuell ist davon nicht auszugehen. Die Polen schicken hier zwar relativ starke Verbände durch die Gegend, aber die sind sicherlich alle auch Richtung der Mongolen gerichtet. Weniger gegen mich. So. Dünaburg. Ich denke, ritterliche Ställe wären so oder so nicht verkehrt, dass wir auch hier schwere Kavallerie rekrutieren können, weil wir können mit Ausnahme von Marienburg, glaube ich, aktuell gar keine schwere Kavallerie rekrutieren. Und ich glaube, Thorn, ne, haben wir auch Zugriff, oder? Nee, da haben wir keinen Zugriff. Also das ist wirklich die Ausnahmesituation aktuell. Ja, machen wir es mal. Bauen wir mal hier die ritterlichen Ställe. So, und alles andere, das klären wir in der nächsten Folge. Die Zeit ist auch schon wieder vorbei. Ich danke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.